Ja, Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Eine weitere Reaction von dem Bruder Lil Lian. Not a Game. Ich bin sehr gespannt, was ich ja weiß, dass er den Song bei uns aufgenommen hat bei Future Wave Records. Wenn ihr auch einen Song aufnehmen wollt, einfach uns auf Instagram anschreiben. Ey, wir wollen einen Song aufnehmen, wir wollen auch unseren ersten Song machen, wir wollen mit Musik anfangen. Könnt ihr uns schreiben? Dann kann man zusammen Musik machen, kein Problem. Wir haben genügend Studio-Session zum Anbieten, wo ihr kommen könnt. Und ja, wir gehen heute bei ihm rein, hören seinen zweiten Song an. Hier haben wir noch einen anderen Song, der bei uns gemacht wurde von Vince London Boy. Könnt ihr auch abchecken, wenn ihr wollt. Findet ihr alles in der Beschreibung. Und ich würde sagen, erstmal liebe Grüße an den Producer Mello, liebe Grüße an dich, Bruder, der den ganzen Song gemixt und gemastert. Natürlich auch produziert den Beat. Und ja, ohne viel zu reden jetzt hier, findet ihr natürlich auch alles in der Beschreibung von Future Rap Records, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr einen Song machen wollt. Und jetzt, ohne viel zu reden, wir gehen in den Song rein. Ich bin sehr gespannt, sehr gehypt auf den Song. Let's go. Not a Game. Hier sieht man auch sogar ein paar Einblicke im Studio. Hier unsere Booth, unser Bild. Aber jetzt geht's los mit dem Song. Viel Spaß. Muss nicht so tun, als wäre ich reich, denn ich bin wirklich reich. Check mein Drip, check mein Eis, nein, wir sind nicht gleich. Meine Fantasie ist dreckig, hitte dann das rein. Deine Bitch ist trocken, meine Drip so wie ein Teich. Bis jetzt gefällt mir sehr gut. Geiler Beat. Der Beat hat Mello wieder. Mello Habibi, Bruder, Wallah. Geiler Beat. Der Bruder rappt auch sehr gut, der Bruder rappt sehr gut. Gute Skills. Bis jetzt mega. Check das Eis an der Wrist, check dein Girl, wie sie gibt. Dieses Mocker hätte dann das Sippe jeden Tag das Gift. Ich brech Herzen nach dem Smashen, wenn sie weint, geb ich ein Fick. Ich weiß, die fragen sich, wie das geht. Ich brech das Herz von einer Bitch. Ich brech das Herz einer Bitch. Geil, die Line feier ich, die Line. Bis jetzt der Song, sehr geil, gefällt mir der Song. Video auch gut. Bis jetzt mega, bis jetzt echt geil. Was für Smashen, gib mir Head. Hab nur Liebe für die Scheine, hab nur Liebe für mein Dad. Keine Bitch kommt in mein Leben, ich kann keine Liebe geben. Wenn du gehen willst, ja dann geh doch, von mir kommen keine Tränen. Ey! Nimm meinen Zug und bin am Schweben. Deine Freundin, sie ist hässlich, Mann, wie kann man sich das geben? Bis jetzt, ey, mega geil, feier ich, Bruder. Du hast einen geilen Song gemacht, Bruder, ehrlich, bleib dran. Bis jetzt mega, auch was ich geil finde hier, ist da die Aufnahmen, ein paar Aufnahmen im Studio gemacht wurden. Dass man auf unser Studio ein bisschen sehen kann, so hier unsere Booth, hier unser Bild von Future of Records. Natürlich sieht man auch den Künstler, natürlich muss man sehen. Geiles Video, sehr gut gemacht, ab und zu auch bei ihm zu Hause, ab und zu. Mega bis jetzt. Aber der Beat ist geil, der Beat ist echt mellow. Was hast du gemacht, Bruder? Geiler Beat. Auch okay, geil mit den ganzen 50-Euro-Scheinen, Digga. Auch weißt du, du musst eine Idee haben und das ist eine geile Idee, seinen Namen mit Geldschein einfach zu machen. Mega. Hier, ich glaube Rewe ist es, oder? Rewe hier. Erstmal eine Wodka ausschütten. Ey, da bin ich geisteskrank. Muss nicht so tun, als wäre ich reich, denn ich bin wirklich reich. Check mein Drip, check mein Eis, nein, wir sind nicht gleich. Meine Fantasie ist dreckig, hitte dann das Wein. Deine Bitch ist trocken, meine drippt so wie ein Teich. Check das Eis an der Wrist, check dein Girl, wie sie gibt. Dieses Mocker hitte dann. Ey, der Song auf alle Fälle Ohrwurm, ne, Bruder. Ich muss dir ehrlich sagen, Bruder, der Song ist ein Ohrwurm. Der Song ist ein Ohrwurm, ehrlich. Der Song ist geil. Aber ich muss ehrlich sagen, für 3 Tage hat er. Ich hätte. Er hat da jetzt schon ein bisschen. Nicht, ich sage nicht wenig. 300, wenn du 350 Leute vor dir hast, ist nicht wenig. Aber der Song hat auf alle Fälle Potenzial und er müsste mindestens schon bei 500 sein. Deswegen Leute, gönnt dem Jungen auf alle Fälle, geht auf seinen Kanal, abonniert ihn, hört euch den Song an, Dauerschleife. Ich glaube, der Song ist mittlerweile auch auf Spotify, glaube ich. Gucke ich später. Können wir gleich gucken auch. Zusammen gleich. Der Song ist mega. Der Song ist mega. Und deswegen alle Hater, die das Video gesehen haben und nicht geliked haben, ich hoffe, ihr kriegt Herpes. Ehrlich. Ich hoffe, ihr geht richtig dreckig. Weil der Song ist geil, auch die, guck mal, alle, ich find's auch behindert. Alle hören den Song an, so, abonnieren ihn aber nicht, gönnen ihn nicht und liken das Video nicht, Digga. Was seid ihr für Menschen, Digga, ehrlich? Verstehe ich nicht. Deswegen, Bruder, wenn ihr einen habt,
aus eurer Hut oder aus eurer Stadt. Und ihr merkt, er hat Potenzial. Auch wenn ihr merkt, ey, ich finde ihn nicht so geil. Egal, scheiß drauf. Abonnier ihn, gib ihm ein Like. Vielleicht noch einen Kommentar, wenn du willst, was er vielleicht verbessern könnte. Aber es tut auch einen Künstler auch pushen, weißt du? Ich merke mir auch, ich bin ja nur YouTuber. Aber das will mich liken Leute, mich schreiben Leute, ey, auf Instagram schreiben sie mir, da kannst du besser machen, das besser so. Das ist für einen Künstler immer von Vorteil, wenn du natürlich konstruktive Kritik bekommst. Dann kann man sich auch verbessern. Du musst ehrlich sagen, Bruder, geil, alles gut gemacht. Mir gefällt der Song. Ehrlich, Real Talk. Das Sippe jeden Tag das Gift. Ich brech Herzen nach dem Smashen. Wenn sie weint, geb ich ein Fick. Ich weiß, sie fragen sich, wie das geht. Ich brech das Herz von einer Bitch. Du lässt Geld anzünden. Der Ehre, Mann. Ich hab genug Habibi. Aber er ist reich, wissen wir, er ist reich. Feier ich. Wow, 50 Euro Touristen, Bruder. Oder feier ich, Wallah. Eier auch steuer. Ich würde niemals Geld zerreißen, auch wenn ich genug Geld hätte, Digga. Ich hätte einfach, weil ich Geld mache, Digga. Also, du, ich habe genug Geld, aber ich würde es niemals zerreißen, hab ich, Wallah. Ich küsse dein Auge. Aber ein geiler Song. Geiler Song auf alle Fälle, gefällt mir sehr gut. Auf alle Fälle checkt den Jungen ab, lasst den Jungen ein Like da, lasst ihm Liebe da, abonniert ihn, Kommentare, möchtet er bomben. Ja, Leute. Geil, Baba, wie gesagt, mega. Dann kurz auf Spotify gucken zusammen. Dann könnt ihr auch Spotify. So. Lil Lian. Dann könnt ihr auch gucken. Habt ihr jetzt auch Spotify Dauer streamen. So. Künstler. Okay, ist glaube ich noch nicht da. Ich werde mich aber nochmal gleich mit ihm auf Instagram unterhalten. Wenn es online, dann sollte auf Spotify in die Beschreibung reinhauen. Aber auf alle Fälle auf YouTube ist online auf YouTube. Checkt den Jungen auf alle Fälle ab. Lasst ein Like da, abonniert ihn. Wie gesagt, das war's von mir heute. Peace out. Bist du noch da, Bruder? Ja, Bruder, bis später.